Hi ihr Lieben, hier bin ich schon wieder mit einem neuen Video von Dschungelcamp Folge 10. Was passiert heute alles? Ich war ja in der letzten Zeit nicht ganz so präsent. Ich habe in der letzten Zeit nicht alle Folgen kommentiert, weil meine Hündin Bella mussten wir gehen lassen. Sie wäre jetzt im März 4 Jahre alt geworden. Sie hatte seit über einem Jahr eine unheilbare Anämie und daher geht es mir noch nicht so gut. Aber ich dachte, es lenkt mich etwas ab. Also, lasst uns loslegen. Was passiert heute alles? Let's go! Und wer die ganze Folge sehen möchte, kann dies auf RTL Plus und den Link blende ich euch in meiner Beschreibung ein. Ein Riesenfrosch. Riesenfrosch. Als sie mich angeguckt hat, habe ich mich fast schon so ein bisschen verarscht und provoziert gefühlt. Ich drehe das Ding weg. Klar, Jolina. Die Kröte dachte sich, jetzt verarsche ich mal die Jolina, weil die ja so Angst hat vor Fröschen. Hey, und wegtreten ist auch nichts. Das ist Tierquälerei, hallo? Ich habe manchmal das Gefühl, die machen das hier extra. Das ist auch so, Jolina. RTL hat den extra für Dschungelcamp dressiert. In der Tupperdose? Sein Ernst? Na klar, vielleicht ist es ein Mitternachtssnack nachher, dem Ranger seiner. Komm, stehst du mal bitte auf und gehst mit mir auf Toilette? Also, was du gar nicht mitgekriegt hast, ne? Vogelspinne. Wo? Bei dir. Willst du mich verarschen? Der Ranger ist gekommen. Nein. Die saß auf deiner Jacke. Nein. Ja. Toll, Claudi. Jetzt kann Jamila bestimmt gut einschlafen wieder. Hast du auch so Hunger? Ja, wenn die schon wüssten, was Cosimo und Chichi gemacht haben, dass sie nicht die 4 Eier mitbringen, sondern die Pizza einfach verspeisen. Die hatten ja die Wahl. Habt ihr ja in Folge von gestern gesehen? Die hatten ja die Wahl, entweder die Pizza zu essen, zu zweit, oder die 4 Eier mitzubringen. Also, ich fand es schon auch sehr egoistisch. Wobei, wenn man wirklich so Hunger hat, ich weiß nicht, wie man reagiert. Gemacht hat es bis jetzt ja noch keiner. Aber ich hätte so ein schlechtes Gewissen, ich würde es, glaube ich, nicht machen. Cosimo hat ja auch noch gezweifelt, nur Chichi hat ihn ja überredet. Leise zurück. Lass mal die schlafen, okay? Jetzt nicht darüber reden, wenn wir reingehen. Ja, morgen, Frau, morgen früh. Die beiden sind eben erst wieder gekommen. Weiß ja. Eigentlich hatte ja Gigi dann Nachtschicht, die letzte mit Papis. Aber wir müssen Gigi schlafen lassen. Können wir dich dann nehmen mit Papis für die letzte Nachtschicht? Oh, ich habe gestern letzte Nachtschicht gehabt. Frag mal jemand anderes. Vielleicht Jolina. Nein, Lukas gibt es lieber ab zu den Damen. Jolina hat ja vor mir gemacht. Claudia. Wenn ich jetzt ein Kerl wäre, ein Typ wäre, ein Mann, aus Stolz würde ich schon. Also, wenn eine Frau mich fragt, kannst du bitte Nachtwache machen mit jemandem, da würde ich mich nicht jetzt als Typ unbedingt wieder ins Bett legen. Also ich finde, Jamila wäre die richtige Dschungelkönigin, findet ihr nicht? Also ich finde sie klasse. Ich finde ihr Charakter super. Auch ich bin ein Mensch, stellt euch vor. Ich bin kein Roboter, ich brauche wirklich diesen Schlaf. Ich habe einfach ein schlechtes Gewissen, einfach Leute jetzt wach zu machen, weißt du. Wenn man etwas geben kann, weil es eben gerade so ist oder weil es geht, dann gebe ich das. Das ist doch kein Problem. Ganz ehrlich, Lukas, nimm dir mal ein Beispiel an Jamila. Geht nicht, ist nicht. Teamgeist ist gefragt. Ich bin von ihm aber sehr enttäuscht, muss ich sagen. So, Leute, und jetzt geht's zur Beichte. Jetzt müssen ja Chichi und Cosimo erzählen, was sie nachts gemacht haben. Am Ende, wir hatten 4 Eier. Und dann waren 4 Eier oder eine Riesenpizza. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, 4 Eier für 10 Personen. Dann würde jeder so ein Ministück nehmen. Und dann habe ich mich auf die Pizza geschmissen. Was für ein Schock. Die verhungern alle fast da drin und er erzählt von der Pizza. Ich glaube, ich wäre in der Stelle von den anderen auch sehr sauer. Nicht dein Ernst. Ey Leute, ihr verarscht uns aber schon, oder? Was? Nein, ohne Spaß. Aber warum denkt ihr nicht an uns? Wir bringen uns die 4 Eier Hab ich mit. doch gedacht. Ich hätte ein schönes Omelette. Da hast du recht, Lukas. Aber nur mal kurz zu dir. Du hast in der Nacht auch nicht an Jamila gedacht? Oder an die Nachtwache?
Aber von dem mal abgesehen ist es natürlich nicht okay. Es ist sehr egoistisch. Gab's auch, wie gesagt, noch nie. Hatte ich ja vorher schon gesagt. Entschuldige mich nicht. Ich hab gemacht, ich hab gegessen, fertig. Also ich war ehrlich, ich war auf die Pizza. Weil ich hab gesehen, 4, wir sind 11. Dann hat jeder so ein Stück. Naja, ganz ehrlich, Gigi, Dschungelkönig wirst du so nicht. Da bist du kein Teamplayer, ja? Und da bist du sehr egoistisch. Finde ich nicht in Ordnung. Nicht, auch nicht überhaupt. Also sorry, ich hätte mich nicht mehr zurückgetraut. Ich wäre gleich nach Hause gefahren. Ich habe gedacht, du verarschst uns. Ja, ich auch nicht. Ich hätte mich auch nicht mehr zurückgetraut, Jamila. Ich hätte so ein schlechtes Gewissen. So eine Aktion, also die ist wirklich unfassbar. Ja, das macht man einfach nicht. Klar ist die Versuchung groß und Leute, wir haben so einen Hunger. Aber das macht man einfach nicht. Ist scheiße, es tut mir voll leid, Mann. Ja, Cosimo, glaube ich das schon, dass es ihm leid tut, weil er wollte das ja auch erst nicht gestern, bis Gigi ihn sozusagen wie überredet hat, ja. Also ich meine, klar, jeder sagen könnte, er macht das nicht. Aber genau, was wäre dann gewesen, wenn Cosimo nicht mitgegessen hätte? Ja klar, dann hätte Gigi die ganze Pizza aufgegessen und die Eier hätten sie auch nicht. Und er hätte dann gesagt, nö, ich habe nichts gegessen. Aber er wird besser dastehen, oder? Da sagt er nur, oh, mit 4 Eiern, was kannst du da machen? Ja, er kann ja sowieso nicht kochen, also mal ganz davon ab. Aber ehrlich, ich bereue das, ich schwör's dir, ich bereue das. Aber das ist der Moral, verstehst du, was ich meine? Du hast recht, ihr habt wirklich recht. Hätte man die Eier lieber gebracht, hätte jeder ein Stückchen bekommen. Ja, bei 4 Eier 11 Personen. Ja, aber denk doch nicht immer an dich selber. Hat Cosimo recht? Er denkt nur an sich? Ja, 11 Personen, so eine Mini-Stück. Ja, dann wird das erste Mal ja heute sein, dass ihr nicht mehr gerade was Essen angeht, weil der Bauch ist ja noch voll. Da hat Claudia auch wieder recht. Die brauchen ja jetzt nichts zu essen, können jetzt drauf verzichten, weil der Bauch ist ja voll mit einer Pizza, beziehungsweise einer halben. Setz dich jetzt bitte hin. Du sollst dich jetzt hinsetzen. Ich wollte nur sagen, es tut mir leid. Ich kenne diese Essensprüfungen und wenn die gekommen wären, hätten die auch alles gegessen. Wo du einen Burger oder du isst eine Kakerlake, so ungefähr. Sorry, das ist unmoralisch. Aber wenigstens eine gute Schlagzeile für euch. Pizza statt Teamgeist, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein sehr abgewichstes Verhalten. Finde ich nicht in Ordnung. Team ist aber auch Familie und in der Familie gibt es auch zwei kleine Jungs, die in euch drinstecken, die in dem Moment eben einfach nach dieser Tortur 19 Tage jetzt die Pizza wollten. Und ich kann mich mit ihnen freuen, dass sie die Pizza gekriegt haben. Jana, jetzt muss ich dich, tut mir leid. Ich finde deine Theorie total falsch. Liebe und respektiere dich die ganze Zeit, gib dir immer Props und du kommst oft mit was und stellst dich hin und sagst kategorisch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Das ist falsch. Nein, und moralisch das ist nicht in Ordnung. Also ganz ehrlich, Leute, die Cecilia geht mir tierisch auf den Geist. Auch was sie mit Tessa abzieht, ja, sie meint, sie ist die Gute, die Cecilia. Also ich bin kein Tessa-Fan, ja, aber sie provoziert sie ohne Ende, also Cecilia, die Tessa. Und dann wundert sie sich, wenn Tessa irgendwie mal laut wird, weil sie sie einfach nicht in Ruhe lassen möchte. Und jetzt geht's schon wieder los. Die Cecilia, oh Gott, die war auch schon bei Prominent getrennt so anstrengend. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ja? Aber genau, ich bin ehrlich, ich habe dann lieber das jetzt, also Cosimo, nichts gegen dich, dann steh einfach zu, sag, ich hab's gegessen jetzt wie er und nicht jetzt so, scheiße, lass scheiße. Mich doch jetzt in Nein, Ruhe, Cosimo, du hast es im Endeffekt gemacht. Ich habe mich doch entschuldigt. Aber du musst aber ich mich entschuldigen. Leute, ihr habt ja, und ich habe mich entschuldigt für das, dass die lieber die Eier genommen hat. Ja, ich weiß, aber es bringt doch jetzt nicht dieses die ganze Zeit. Ja, aber lass mich doch auch entschuldigen. Ja, du hast mich doch auch entschuldigt. Warte, hör mir doch erstmal zu. Ich will dir nicht zuhören. Ja, das ist genau das. Du bist immer so wie Gericht, Alter. Nein, aber sorry, einen Moment bitte. Wenn meine Kinder nach Hause kommen und haben was ausgebrochen und die sagen das dann, wenn sie schreit. Ja, gut, genau. Das meine ist ja wieder. Kinder, das hat doch nichts mit mir zu tun, dass du mich was aussprechen lassen. Ja, guck mal, wie ich aggressiv du wieder bist. Okay, jetzt bin ich wieder aggressiv. Es hör auf, immer diese ständige, warum bist du so aggressiv? Du hast mir nichts zu sagen, nein, womit du ich hast mir nichts zu sagen, die ganze Zeit mit dir zu sprechen. Nee, du warum redest mir die ganze Zeit rein. Du hast doch nein, ich war doch auch gar nicht fertig. Ich war noch nicht fertig. Ja, aber sag halt mir doch mal, nein, du sprichst, sag mir nicht ständig immer, sei nicht aggressiv. Aber du bist doch gerade aggressiv. Ja, du machst mich wütend, weil du ständig... Nur du selber kannst dich wütend. Ja, genau. Du bist keine Psychologin. Jetzt muss Markus das Camp verlassen. Er war wahrscheinlich für die Zuschauer viel zu langweilig. Auch wenn er ein netter Mensch war, aber er war zu ruhig, zu langweilig. Ja, so wie Lukas ist auch ruhig und langweilig. Mache gut, ne? Ja. So, und die ganzen Camper durften wählen. Die meisten Stimmen hat Cecilia und deswegen darf Cecilia zur Dschungelprüfung. Sind wir mal gespannt, wie viele Sterne sie bringt. Ja, ich habe einen. Geil. Scheiß Hose. Sehr gut. Ja, war dran. Fuck. Scheiße. Weil die Knoten sind ja noch da dran. Ganz ehrlich, Cecilia, ich würde vielleicht vorne anfangen mit Aufknoten und nicht ganz hinten oder in der Mitte. Nur so ein Tipp von mir. Scheiße! Wo bist du, Stern? Scheiße!
fuck! Was für ein Wortschatz, Leute. Fuck, fuck, scheiße. Die Ameisen, das Gedärme, die Knoten. Fuck, fuck. Fuck! So, ignorieren. Zwei hab ich schon mal. Fuck, diese Knoten, wie ich sie hasse. Scheiße, Ameisen pieksen nicht. Fuck! Scheiße. So. Boah, du machst das hammermäßig. Da ist noch einer. Ja, geil. Also Cecilia macht das wirklich scheiße fucking gut. Sorry Leute, ich passe mich nur Cecilia in dem Moment an. Boah, diese Ameisen pieksen mich. Ameisen, lass mich in Ruhe, Mann. Ah, mein Ohr. Da, ich sehe noch einen. Sehr gut. Du machst das hammermäßig. Scheiße. Ah, komm. Setz dich auf deinen Beifahrersitz. Nein, noch ein Knoten. Ach so. Nicht scheiße. Auf fuck. Du musst den letzten in der Hand haben, vor Ablauf der Zeit. Wie viele Sekunden? Noch 30 Sekunden. 30? Ja. Mein Gott, wie spannend. Schaffte Cecilia noch in der angegebenen Zeit den großen Stand aufzuknoten? Mit Knoten hat sie es ja nicht so. Scheiße, fuck, die Ameisen, der Knoten, meine Nägel. Da! Nein! Nein. Mein Gott, ich hab ihn. Und da kann Cecilia wirklich stolz auf sich sein. 9 Sterne ist Hammer. Herzlichen Glückwunsch, Cecilia. Regen. Heute ist mein Nervenkostüm etwas klein. Ja, liebe Jamila, und man sagt ja auch, wenn es so trübes Wetter ist, ist es eher schlecht für die Stimmung. Die Sonne natürlich macht uns alle fröhlich und wir blühen auf. Das ist das Härteste, was ich je erlebt habe mitunter in meinem Leben. Die härteste Show definitiv für mich. Ja, für Chichi ist es natürlich besonders schwer da drin. Als hätte ich mich verlaufen irgendwo. Und dann, boah, dann denkst du wieder an draußen und dann war ich auf einmal lost. Ja, weil du hast hier Zeit zu viel, Alter, über alles nachzudenken auch. Und er hat ja keine Gelegenheit, sich auszuleben. Ihr wisst schon, was ich meine. Es sind ja jetzt nicht solche Frauen drin, die ihn interessieren. Aber trotzdem hat er seinen Druck, wie er ja vorletztes Mal gesagt hat. Oder vorletztes Mal. Genau, Bernie. Du siehst ja, du lernst dich ja hier irgendwie auf eine Art und Weise neu kennen. Bro, ich werde behindert hier. Nicht neu, ich werde hier komplett behindert. Ja. Mein Gehirn ist schon zermatscht an sich. Und auch hier komplett Flüssigkeit. Ich hasse diesen Ort, ja. Magst du den Ort? Ich hasse diesen Ort. Glaub mir, irgendwann wirst du dich zu gerne zurückerinnern und sagen, krass, das tritt durch. Also ich vermisse meine Perle, mein kleines Diamant. Wer ist denn seine Perle, sein Diamant? Weiß es jemand? Ich dachte, der wäre Single. Ah ja, ich bin ehrlich, die fehlt mir voll und so. Leute, von wem spricht Gigi? Habe ich irgendwas verpasst? Aber was besseres Zeichen gibt's doch für dich nicht, wie viel sie dir bedeutet. Mal stark jetzt. Sie ist mir das Wichtigste momentan im Leben. Dass sie in ein Level ist, wo ich sie unglaublich viel Herz, also wirklich liebe und ich würde sehr, sehr vieles für sie tun. Ich wollte hier rein, Gigi seine Show abliefern, der Damon Murk, ich komme gar nicht klar gerade. Ich weiß. Ich denke nur an die, ich denke draußen. Cecilia als Psychologin, gar nicht schlecht, was sie da Gigi sagt. Ja, aber soll ich dir was sagen? Das ist ja hier deine Chance, dich selbst zu wachsen, dass du merkst, okay, dieser Coole, den ich auch immer da war und immer weiß noch nicht, ob ich überhaupt eine Beziehung kann, weißt du doch jetzt für dich, was dir fehlt und was du brauchst und was du willst. Das solltest du nicht als Fluch nehmen oder als schlechter Ort nehmen, sondern eher als positiver Ort. Du musst die positiven Dinge hier drin sehen. Aber weißt du, ich kann auch nur mit dir darüber reden. Ja, ich weiß. Mit wem soll ich hier reden? Zum Beispiel mit Cosimo von Italiano zu Italiano. Ihr versteht euch doch sicherlich da auch. Gleiche Mentalität. Du musst jetzt nicht hier sitzen, wenn du das nicht sehen kannst. Ich stehe auch auf. Dankeschön, Mutti. Ja, aber ganz ehrlich, Tessa, dann steh doch auf und geh weg. Da hat Claudi vollkommen recht. Da sitzen und meckern, finde ich nicht so gut. Da können ja die anderen nichts dafür, wenn du es nicht essen willst. Da sitzen wir alle und freuen uns auf das Essen, ne? Was Cecilia wirklich mit harter Arbeit erspielt hat. Und dann sitzt sie einfach nur da.
Sehen kann ich das sehr wohl, aber ich muss es nicht riechen. Ich muss nicht den verwesten Gestank von brutzelnden Leichen. Tessa ist halt sauer, dass die anderen das nicht auch so sehen wie sie und veganisch sich ernähren. Das kann man aber nicht erwarten. War die nicht noch die Veganerin, die meinte, ich mische mich nicht ein bei Leuten, die Fleisch essen? Und auf einmal ist ihr das alles so leichenmäßig. Das ist wirklich, es kotzt einen fast schon an. So wie mit fühlenden Individuen umgegangen wird. Das ist aber ein Festmahl, du. Ein Festmahl. Sehr, sehr grausam. Dieses Wallaby hätte auch einfach leben können. Guten Appetit euch. Gut. Wenn eine erwachsene Frau so verdrängen muss, sie weiß es nicht besser. Tessa, jetzt mach's doch halblang. Es ist ja echt nervig. Wieder mal. Ja? Also mitgegessen? Ja, natürlich, warum? Nein, ich dachte nur, weil ich dachte, vielleicht wolltet ihr den anderen. Aber nein, ist alles gut. Und wer muss heute gehen? Was denkt ihr? Einer von euch beiden wird heute das Camp verlassen. Also, die Zuschauer haben mich jetzt nicht angerufen und gesagt, wie sie es finden. Jedenfalls haben sie genug angerufen, dass du hier bleibst. Oh mein Gott, ganz ehrlich, was würden die denn ohne Puppies machen? Oder stellt euch mal vor, wenn Chichi und Cosimo alleine im Camp wären. Die könnten ja nicht mal kochen. Die würden ja echt verhungern. Gehen muss Tessa. Ja, was? Also, tschüss. Ja, Glückwunsch dann demnach. Ja. Ganz ehrlich, Leute, dachte ich eher, Claudi muss heute raus. So, Leute, das war schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann wäre ich glücklich, wenn ihr die Glocke drückt. Also abonniert mich, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. So wie liken und kommentieren. Und wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dann. Ciao.